So, ihr Lieben, es ist heute wieder Mittwoch, das heißt Zeit für ein neues, tolles, ätherisches Öl für euch. Diese Woche gibt es Cassia. Cassia ist ein tolles, ätherisches Öl, eines der sogenannten heißen Öle. Das wird aus der Zimtrinde gewonnen. Es gibt also Cinnamon und Cassia, das ist ein Unterschied ein bisschen, aus welcher Teil der Pflanze es eben gewonnen wird. Und das hat einen ganz, ganz vielfältigen und sehr starken Effekt auf viele, viele Themen, wo ihr es nehmen könnt. Einmal Thema natürlich Verdauung, aber auch sowas wie Themen, also auch wurmtreibend ist es da tatsächlich, wenn da irgendwie mal eine Kur ihr machen wollt. Thema Furunkel, ganz toll. Thema auch Rheuma, also auch bei Kälteempfindlichkeit, weil es eben so ein heißes Öl ist, kann das auch gut wirken, da könnt ihr das auch gut nehmen. Bei dem müsst ihr tatsächlich aber immer mit dem Trägeröl äußerlich arbeiten. Dann allgemein Pilzerkrankungen, Bauchschmerzen, so diese Themen auch interessant. Thema Periodenschmerzen oder Regelmäßigkeit der Periode, wenn es also zu viel oder zu wenig starke Menstruation ist, kann man da auch gut ausgleichend mitarbeiten. Finde ich auch spannend und ist für viele junge Frauen auch oft mal ein Thema. Und dann haben wir das Thema, da gibt es Studien dazu, aus Indien, Thema Gebärmutterhalskrebs. Da wurden Zäpfchen zusammen mit Weihrauch verwendet und es hat tatsächlich einen positiven, unterstützenden Effekt gehabt. Und auch beim Thema Lungenmetastasen, aufgrund dieser Kurmarine, also das sind die chemischen Bestandteile des Cassia, hat es einen positiven Effekt und einen unterstützenden Einfluss, weil eben diese Lungenmetastasen wirklich signifikant gesenkt werden konnten. Und auch Prostatakrebsarten kann es unterstützend eingesetzt werden. So, das ist das eine. Und das zweite ist Thema Blutzucker. Blutzucker, wissen wir mittlerweile ja, wie wichtig das ist, den möglichst konstant zu halten. Wenn man auch schon vielleicht Thema Diabetes hat, also Diabetes Typ 2, auch da kann man es unterstützend einsetzen. Man muss natürlich dann gucken, wenn man mal seinen Insulinwert auch vielleicht mal am Anfang öfter checken, bis man das so ein bisschen eingespielt hat. Und aber auf jeden Fall spannend, wie es da wirken kann. Ihr solltet aufpassen tatsächlich, weil es doch ein starkes, heißes Öl ist. Emotional komme ich gleich noch dazu. Es kann genauso wie Cinnamon, Zimt, Allergien unterstützen oder die irgendwie nochmal verstärken, auslösen. Wenn man da vielleicht anfällig ist, dann sehr, sehr vorsichtig dosieren. Erstmal ganz vorsichtig anfangen. Und wenn dann wirklich was sein sollte, dann müsst ihr leider auf dieses Öl verzichten. Das tut mir dann sehr leid, aber es gibt einfach sehr effektive Öle, die aber dann bei anderen Themen, wenn man da vielleicht sehr empfindlich ist, einfach ein bisschen Acht geben muss. Deswegen auch nicht in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit verwenden. Genau, Thema emotionale Wirkung finde ich sehr, sehr schön. Auch Thema ist so Geborgenheit, Wärme gibt es eben auch aufgrund dieses heißen Öls, der Eigenschaft, aber auch Thema Selbstsicherheit. Das heißt für sehr schüchterne Menschen, die nicht so den Mut haben, zu sich zu stehen, bringt es so eine Fröhlichkeit ins Herz und in die Seele. Also wenn man sehr zaghaft oder schüchtern ist, kann es einen wunderbar unterstützen, dass man sich nicht mehr zurückhalten möchte, sich nicht mehr verstecken möchte. Und gerade die Leute, die eher vermeiden, im Mittelpunkt zu stehen, es muss auch nicht jeder im Mittelpunkt verstehen, versteht mich hier nicht falsch, aber manchmal darf man sich auch in den Mittelpunkt stellen und es ist für manche einfach schwieriger, die auch in großen Gruppen jetzt gar nicht reden können oder so. Gibt es ja genug und da kann Cassia so ein bisschen unterstützen, so ein bisschen mehr zu sich und seinem wunderbaren, seiner wunderbaren Person, die jeder ist, zu stehen. Ich darf euch einen kurzen Ausschnitt wieder vorlesen. Ähnlich wie Zimt selber vertreibt Cassia die Angst und ersetzt sie durch Selbstsicherheit. Es fordert Menschen dazu auf, Versuche zu unternehmen, selbst wenn sie Angst haben, Fehler zu machen. Und das ist für viele das Hindernis, obwohl Fehler so wichtig sind und wir daraus ja immer lernen können. Wenn wir niemals Fehler machen würden, würden wir auch nie was lernen. Also, aber ich weiß, das hindert viele, einfach auch mal was zu machen und anzufangen. Es hilft denen, die sich lächerlich fühlen, indem es ihre eigene Brillanz zeigt. Es unterstützt die Seele dabei, ihren eigenen Wert, ihr eigenes Potenzial zu sehen, angeborene Talente und Begabungen zu entdecken. Es ermutigt die Menschen, ihr eigenes Licht, was jeder von uns hat, strahlen zu lassen und die Kraft des wahren Selbst zu erkennen und das auch voll ausleben zu können. Wie schön ist das wieder? Von daher, nehmt euch euer Cassia-Öl, bestellt es euch, wenn ihr es noch nicht habt. Wenn ihr noch keine Öle habt, dann meldet euch gerne bei mir. Ich unterstütze euch da gerne.
Abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Herz da, stellt gerne Fragen in den Kommentaren, freue ich mich auch immer wieder. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche. Tschüss.